Ein paar Worte zu Energie im Gravitationsfeld. So, R bezeichnet den Erdradius. Wir schauen uns das Ganze mal so für die Erde an. Und ich möchte Ihnen ein paar Dinge sagen über Fluchtgeschwindigkeit, Energie im Gravitationsfeld natürlich und all diese Dinge. Gut, Sie kennen den Kraftansatz für eine Kreisbahn und der liefert Ihnen Gravitationskraft gleich Zentripetalkraft oder Gamma. M durch R Quadrat ist gleich MV Quadrat durch R. Nein, das soll natürlich ein kleines R sein. Der Stift ist ein bisschen dünn. Ich schreibe mal ein bisschen dicker weiter. So, okay, daraus folgt natürlich erstmal für die Geschwindigkeit auf einer Kreisbahn. So, wir stellen das Ganze noch v Quadrat um. Also haben wir Gamma mal durch R Erdmasse groß M und damit V gleich Gamma M durch R. So, Sie sehen jetzt hier zwei Dinge. Erstens die erste kosmische Geschwindigkeit. Das ist die Kreisbahngeschwindigkeit praktisch auf Höhe der Erdoberfläche. Und da bekommen Sie folgende Formel. V ist gleich Wurzel Gamma m durch Groß R. So. Okay, das ist also das eine, die erste kosmische Geschwindigkeit, Kreisbahngeschwindigkeit in praktisch über der Erdoberfläche, direkt oder auf der Erdoberfläche. Vor allem sehen Sie aber auch, dass die Geschwindigkeit bei einer allgemeinen Kreisbahn proportional zu 1 durch r ist. Das heißt, je größer r ist, desto kleiner wird die Geschwindigkeit. Oder mit anderen Worten, je höher die Kreisbahn ist, auf der sich ein Satellit bewegt, desto geringer ist seine Geschwindigkeit. Ja. Trotzdem ist es aber so, dass man einem Satellit Energie zuführen muss, um eine höhere Bahn zu erreichen. Und das ist ein Punkt, an dem man manchmal so ein bisschen grübelt. Der Hintergrund liegt einfach daran, dass die Gesamtenergie als Summe von kinetischer und potenzielle Energie sich ergibt als 1/2 mv Quadrat plus minus natürlich, naja, ist ja gebundenes System. Gamma m durch r. So, und jetzt können Sie diese Formel an dieser Stelle einsetzen und bekommen 1/2 m Gamma m durch r minus Gamma m durch r ist minus 1/2 Gamma m durch r oder
Das ist das gleiche wie Minus. Quatsch. Naja. Das Minus gehört ja zur potenziellen Energie. Also es ist ein halb mal E Pot. So. Das heißt, wenn Sie auf eine höhere Kreisbahn kommen, dann wächst die potenzielle Energie und die Gesamtenergie. Das heißt, Sie müssen dem System Erde-Satellit Energie zuführen. Der Satellit muss Beschleunigungsdüsen zünden, um auf eine höhere Kreisbahn zu kommen. Wenn er dort angekommen ist, wird er aber eine geringere Geschwindigkeit haben als vorher. Hier ein Bild aus einem Lehrbuch. So, hier können Sie das gut sehen. Hier die Energie aufgetragen, hier haben Sie die potenzielle Energie. In grün, hier haben Sie die Gesamtenergie und hier haben Sie die kinetische Energie. Hier ist der Erdradius. Wenn Sie auf irgendeiner Umlaufbahn sind und jetzt auf eine höhere Umlaufbahn kommen, dann wird auf jeden Fall die kinetische Energie abnehmen, aber natürlich entsprechend die potenzielle Energie zunehmen und auch die Gesamtenergie, die gerade die Hälfte der potenziellen Energie ist. Okay. So viel zu den Energiebetrachtungen. Der Vollständigkeit halber möchte ich Ihnen noch die zweite kosmische Geschwindigkeit zeigen. Genau, die zweite kosmische Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, bei der Sie das Gravitationspotenzial eines Objekts verlassen können. Wenn wir jetzt nochmal zurückgucken, wenn Sie also auf der Erdoberfläche starten, hier, und jetzt tatsächlich bis ins Unendliche gehen wollen, dann ist die Frage, naja, wie viel kinetische Energie muss ich denn hier jetzt eigentlich reinstecken, damit ich im Grenzwert das System verlassen kann? Okay, also, das können wir ausrechnen. So, die kinetische Energie. Ist 1/2 mv Quadrat, das wissen Sie. Und die muss jetzt sein minus Gamma m mal ja, durch n r minus Gamma durch Groß R. So, was habe ich da jetzt hingeschrieben? Folgendes. Also, Sie starten auf der Erdoberfläche und gehen bis zu irgendeinem Punkt klein r. Und Sie müssen natürlich jetzt die Differenz der Energie ausrechnen. Wenn Sie jetzt klein r gegen unendlich gehen lassen, dann geht 1 durch klein r natürlich gegen 0. So dass Sie hier im Grenzwert rausbekommen, das geht gegen plus Gamma durch R. So, und wenn Sie jetzt aus dieser Bedingung die Geschwindigkeit berechnen, dann bekommen Sie 1/2 mv Quadrat gleich Gamma m durch Groß R. Natürlich fällt das kleine m weg und V2, also die zweite kosmische Geschwindigkeit, ist genau 2 mal
Gamma m durch r. Daraus die Wurzel. Und das ist gerade Wurzel 2 mal die erste kosmische Geschwindigkeit. Die beiden Geschwindigkeiten unterscheiden sich also nur um einen Faktor Wurzel 2.